Herzlich willkommen, liebe Employer Branding Enthusiasten und Recruiting Spezialisten, zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Videoblogs rund um den Employer Branding Readiness Index Teil B. Das letzte Mal haben wir uns die Website der Gotha angeschaut, diesmal also die Stellenanzeigen der Gotha auf Jobbörsen, wobei die Gotha scheint sich auf Stepstone zu konzentrieren, denn bei den anderen großen Börsen, sei es Indeed, Monster, Jobware oder Stellenanzeigen, haben wir allenfalls vereinzelt Stellenanzeigen von Gotha-Versicherungsagenturen, also von selbstständigen Kaufleuten gefunden und nicht vom Konzern selbst. Aber bevor wir uns die Stellenanzeigen auf Stepstone von der Gotha anschauen, nochmal ein kurzer Blick auf unsere 15 wichtigsten Arbeitgeber-Attraktivitätsmerkmale aus unserer umfangreichen Studie dazu. Wir haben nach der Wichtigkeit der Merkmale auf einer fünfstufigen Skala von ausgesprochen wichtig bis überhaupt nicht wichtig gefragt. Und die prozentuale Zustimmung zu den oberen beiden Kategorien, das sind hier die blauen Balken, zusammengefasst. Gut, dann schauen wir uns ein paar Anzeigen bei Stepstone an. Wenn wir Gotha eingeben, kommen dann insgesamt 67 Treffer für Jobs bei der Gotha. Und wir starten einfach mal hier mit dem Lead Defect Manager. Es ist eine feste Anstellung. Das ist positiv, denn ein unbefristeter Arbeitsvertrag wird von 75% unserer Befragten als ausgesprochen wichtig oder sehr wichtig beurteilt. Wir haben hier eine Gehaltsschätzung von Stepstone zwischen 64.000 und 86.000 Euro im Jahr, also eine Differenz von 22.000 Euro, ein Drittel der unteren Grenze, also relativ breit. Und dann geht's los nach dem Absatz, den wir auch schon von der Karriere-Website kennen, mit der Beschreibung der Aufgabe. Was hier auffällt, ist zum einen, es handelt sich um eine durchaus abwechslungsreiche Aufgabe, Verantwortung für den Prozess, Konzeption, Operationalisierung, Weiterentwicklung ist wichtig, sowie die Einhaltung des Defektprozesses. Klare Definitionen von Verantwortlichkeiten sind immerhin 69% unserer Befragten ausgesprochen wichtig oder sehr wichtig. Und dann geht es weiter mit den Qualifikationsanforderungen. Auch hier wieder Start, wie schon auf der Karriere-Website, mit den Soft Skills. Eigenständiges Arbeiten gehört ebenfalls zu den wichtigsten Arbeitgeber-Attraktivitätsmerkmalen. Und dann kommen wir zu den Benefits, und das sind die Benefits, die wir auch schon von der Karriere-Website kennen. Also hier stecken insgesamt 4 Stück drin. Flexibles Arbeiten, mobiles Arbeiten, Weiterentwicklung und schließlich die betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, wir kommen hier bei dieser Anzeige auf insgesamt 8 von 15 Arbeitgeber-Attraktivitätsmerkmalen, die besonders wichtig sind. Schauen wir mal weiter. Was wir noch entdecken, nehmen wir zum Beispiel hier den Underwriter Industrielle Sachversicherung. Auch hier wieder feste Anstellung, das kennen wir. Die Aufgabe ist jetzt relativ knapp beschrieben. Auch hier wieder geht's los mit den Soft Skills, auch relativ knapp. Und dann folgen die bekannten Benefits. Also hier eine durchaus sehr inhaltlich beschränkte Darstellung der Stelle. Das mag für den einen oder anderen ausreichend sein. Es gibt aber bestimmt auch Leute, die wünschen sich an dieser Stelle etwas mehr Informationen. Und schließlich hier noch mal eine Führungskraftstelle. Auch hier wieder eine feste Anstellung. Text und Bild kennen wir auch schon von der Karriere-Website. Schön ist, dass hier auch noch mal erwähnt wird, wie groß das Team ist. Das gibt auch noch mal Orientierung. Es geht um die Steuerung. Und man kann sagen, es ist durchaus eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Bei den Qualifikationsanforderungen startet es auch wieder mit den Soft Skills. Es geht um das Thema eigenverantwortliches Arbeiten und Entscheidungen treffen. Und dann kommen die Hard Skills. Und hier diesmal etwas anders formuliert, ein Punkt zum Thema Führungstätigkeit bei der Gotha. Was auffällt, das sind hier Begrifflichkeiten, da kann wahrscheinlich jeder zustimmen. Fragezeichen hätte ich noch hier beim Thema iterieren. Das kommt von iterativ, also schrittweise. Annäherung an eine Lösung, an eine Verbesserung. Das mag sich darauf beziehen, die Effizienz der Mitarbeiter zu erhöhen, schrittweise. Aber letztendlich weiß das dann nur die Gotha, was damit gemeint ist. Dann schauen wir uns zum Abschluss noch eine weitere Anzeige an.
vielleicht etwas, was nicht in der Konzernzentrale in Köln angesiedelt ist. Hier zum Beispiel Managerin Dienstleistungsmanagement Berlin. Wieder eine feste Anstellung, Gehaltsschätzung durch Stepstone, Vorworte, die wir schon kennen. Und was neu ist bei der Tätigkeitsbeschreibung, da ist so ein kleiner Abschnitt vorgeschaltet, wo es nochmal um das Thema Schadenmanagement und dessen Relevanz geht. Die Stelle könnte man durchaus als abwechslungsreich bezeichnen. Und bei den Qualifikationserfordernissen startet es diesmal tatsächlich mit den Hard Skills. Eigenverantwortlichkeit kommt vor, lösungsorientiertes Denken. Lösungsorientiertheit wird immerhin von 66% unserer Befragten als ausgesprochen wichtig oder sehr wichtig beurteilt. Und dann die Benefits. Und hier erscheint zum ersten Mal bei unserer Beobachtung eine Aussage zum Thema Vergütung. Es wird hier als attraktives Vergütungspaket bezeichnet. Gut, attraktiv liegt immer im Auge des Betrachters. Die meisten Arbeitgeber würden, so denke ich, ihre Vergütung als attraktiv bezeichnen. Was sich dahinter verbirgt, wird letztendlich die Gotha wahrscheinlich im Vorstellungsgespräch erläutern. Und dann kommen unsere vier Arbeitgeber-Attraktivitätsmerkmale, die wir schon kennen. Also insgesamt 7 Stück, die wir hier in dieser Anzeige entdecken. Das soll es erstmal gewesen sein zur Gotha und deren Stellenanzeigen auf StepStone. Insgesamt kann man sagen, das, was hier auffällt, ist diese Stringenz in der Darstellung. Das haben wir auch schon auf der Karriere-Website gesehen, also der Aufbau der Stellenanzeigen, das Wording, insbesondere in dem Teil, wo es um die Benefits geht, zum Teil Copy und Paste. Das macht natürlich dann Sinn, wenn man sagen kann, man hat das Optimum gefunden. Ob das jetzt hier im Fall der Gotha so ist, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall ist da eine sehr deutliche Einheitlichkeit zu erkennen. Was auch auffällt, ist die Verwendung von Begrifflichkeiten, ich sag mal Buzzwords. Hier sieht man auch die Nähe von Employer Branding zu Marketing, klassischer Werbung. Es wird zum Teil mit so einer Art Slogan gearbeitet. Wie das ankommt, weiß ich nicht genau. Spannend wäre es mal zu erfahren, ob die Gotha dazu eine Art AB-Testing gemacht hat, um herauszuarbeiten, welche Formulierungen, welche Buzzwords hier am besten funktionieren, um die Bewerbungsintensität zu erhöhen. Insgesamt kann man sagen, die Gotha ist auf einem guten Weg. Wir haben zum Teil Verhältnisse von 8 genannten zu 15 wichtigsten Arbeitgeberattraktivitätsmerkmalen. Das ist schon sehr gut, wenn man das vergleicht beispielsweise zu den ganz großen der Branche. Das nächste Mal werden wir uns mit der Barmenia beschäftigen. Die Barmenia ist deshalb an der Reihe, weil sie ja im Laufe des Jahres mit der Gotha fusionieren wird. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, wie sie sich da im Bereich Employer Branding aufgestellt hat. Bis dahin wünsche ich viel Erfolg bei der Personalsuche. Thomas Bittner, Organomics Köln.